Seit einem Jahr ist die Integrationsbeauftragte der Landesregierung, Dagmar Kaselitz, in ihrem Amt. In der Landespressekonferenz von Dienstag zog sie gemeinsam mit Sozialministerin Stefanie Drese eine erste Bilanz. Aktuell sind gut 73.000 Ausländer aus 142 Staaten in Mecklenburg-Vorpommern registriert. Im Vergleich zu 2012 ist der Anteil an der Gesamtbevölkerung von 2,1 auf 4,6% gestiegen. 30% davon sind Menschen mit Fluchthintergrund. Die Integrationsbeauftragte hat im ersten Jahr 280 Termine wahrgenommen und sich bei den Haupt- und ehrenamtlichen Beteiligten für Integrationsarbeit bekannt gemacht. Gerade auch für die Wünsche und Forderungen der ehrenamtlichen Helfer hatte Dagmar Kaselitz ein offenes Ohr. Ansprechpartner sind der Wunsch auf allen Ebenen. Dann wird sich natürlich oft eine noch stärkere Unterstützung und überhaupt Wahrnehmung erst einmal auf kommunaler Ebene gewünscht. Und am Ende fordern sie oft auch eine stärkere finanzielle Unterstützung. Sie könnten sich also vorstellen, dass es solche Möglichkeiten wie den Integrationsfonds, den wir auf Landesebene haben, dass es den auch auf anderen Ebenen gibt. Sie brauchen Zugang zu Informationen über Bundesprogramme, die laufen. Und ich denke, der Informationsbedarf ist am allergrößten und da müssen Strukturen geschaffen werden, dass auch jeder Ehrenamtler die Möglichkeit hat, da alle Informationen zu bekommen. Die größte Herausforderung bei der Integration liegt im ausreichenden Spracherwerb der Menschen mit Migrationshintergrund. Hier kann das Integrationskonzept des Landes vielleicht neue Ansätze bringen, an denen derzeit nach über einjähriger Pause intensiv weitergearbeitet wird. Wir haben 6 Arbeitsgruppen eingesetzt, die sich mit sehr speziellen Themen wie Integration in der Schule, Integration in Kitas beschäftigen. Die tragen im Moment ihre Informationen zusammen und zum Jahresanfang werden wir ein erstes schriftliches Konzept haben, das wir dann breit diskutieren wollen mit Verbandsanhörungen, Beschäftigung im Kabinett, sodass wir im Jahr 2018 so ein Konzept haben, wie ich mir das dann auch vorstelle. Ein konkretes Ziel ist die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft große Städte, um den besonderen Herausforderungen der Integration beispielsweise in Rostock oder Schwerin Rechnung zu tragen.